Servus und herzlich willkommen zusammen mit der großartigen, der einzigartigen Phoenix bei Staxi. Ach, du schmeichelst mir. Kleiner Schleimer. Oh. Scherz beiseite. Oh, ja. Ich habe einen Kurs belegt im Schleim. So, hier, fuck, jetzt habe ich mir... War das jetzt der rote Kiel? Fuck, ich habe mir nicht gemerkt, was für ein Kieselstein das war. Steinblock. Ich glaube, es war der rote. Die sind aber ganz schön teuer dafür, dass die eventuell nicht die richtigen sind. Okay, hoffen wir... Was machst du denn? Du bist da... Hallo? Ich hab gedacht... Du bist da gerade durch die Wand gelaufen. Durch die Wand? Ich hab gedacht, ich schau mal so, was du so machst. Wir arbeiten ja momentan so ein bisschen an getrennten Projekten. Und da habe ich dich jetzt so durchs Dorf hüpfen sehen bei der Anmoderation, habe ich mir gedacht, okay, da hänge ich mich doch mal an die Ferse und schaue, was der da so los hat. Ja. Wir müssen, glaube ich, auch die Kühe wieder melken, ne? Oh ja. Oder hatte ich das schon gemacht? Magst du oder soll ich? Ich mach das. Okay. So, der Boden ist komplett ausgehoben. Ach du Scheiße. Ja, noch, das will ich mir gerade mal angucken. Ach so, ist ja eh nichts Besonderes. Da ist nur ein riesen Loch im Boden. Naja, aber ich mag Löcher. Oh. Sieht gut aus. Komm her, stell dich mal davor und neben das Schild. Dann mal mit Oscar. Das sieht süß aus. Ja, so. Ich baue hier das ganze Dorf um. Mal. Was? Guck mich mal an. Ach so. So, okay. Da-da-da. Erledigt. Ja, irgendwie, ich kann mir auch vorstellen, dass Team vielleicht heute irgendwie am Rumjammern ist. Das kann auch sein. Ich habe eine Biene gefunden. Keine Königin, aber eine Biene. Ja, egal. Hilft uns alles weiter. Wo ist sie? Da. Ich baller sie gleich mal zu ihrer neuen Chefin. Und die Bäume wachsen. Und es regnet immer noch. Ein sehr regnerischer Sommer. Ein deutscher Sommer. Ja. Ja. Ich hoffe, dieses Jahr wird es nicht so schlimm. Ich hoffe es auch. So, jetzt gerade mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir die Kühe schon... ich meine, ich hätte die Kühe schon gemolken. Wo ist denn hier das Milk-Milk-Ding? Nee, hat keine... Floppy hat keine Milch. Ja, dann haben wir sie schon gemolken. Super. Oh, unsere Haustiere sind hungrig. Oh, ich komme zurück. Ich eile. Also, sie haben es tatsächlich auch... stand tatsächlich da, als ich sie angetippt habe. Ja, ich weiß. Die zeigen das an. Ja, ich habe mir so ein 10er-Pack jetzt einfach mal geholt, damit ich nicht jedes Mal hinrennen und neu kaufen muss. Hallo! Was? Rover ist mir gefolgt. Oh, wie süß. In den Keller, oder was? Ins Haus. Nein, ins Haus. Oh. Mal gucken, wenn ich mich jetzt ins Bett lege, ob er mir da auch hinfolgt. Komm, Rover, komm aufs Bett. Komm, du darfst bei uns schlafen. Naja, aufs Bett kommt er nicht, aber er setzt sich daneben. Jetzt schläft er neben dem Bett. Nein! Oh mein Gott! Leg dich mal hin und leg diese Milchmaschine weg. Ja, Moment. Oh, ist das süß! Oh! Das ist so. Leg dich auch mal hin. Ja, aber dann ist dieser Ladebildschirm, also Schlafbildschirm. Ja, das meinte ich ja, weil es war ja schon wieder soweit. So, er immer noch da? Oh, Rover ist schon weg. Gibst du ihm Futter? Hab ich schon. Ach, hast du schon. Oh, ist schon leer. Kannst du direkt wieder reintun. Haben beide bei schon wieder beiden. Gefressen. Oh Gott. Wir sind auch beide schon wieder hungrig. Nee, nur Rover ist hungrig. Jetzt. Okay, jetzt frisst er, jetzt kannst du bei ihm direkt gleich auch wieder was reinmachen. Oh Gott, Loki macht ein Männchen. Oh, die Tiere sind so süß. So, dann gebe ich dir hier mal was jetzt rein. Ist er fröhlich? Und der frisst weiter. Gott. Boah, hat der Hunger. Aber hallo, ey. Ja, ich darf bald schon wieder neues Tierfutter kaufen. Ja, ich kaufe auch gleich mal welches. Fressen uns. Die Haare vom Kopf, ja. Ja. Ah, und das muss gegossen werden. Das mache ich gerade mal. Ah, machst du? Okay, super. Mhm. Dann kaufe ich mal neue Gläser für den Honig. Ich kaufe mir auch mal so einen Smoker oder wie der hieß.
Dann kann ich hier auch ein wenn bisschen... Wenn er nicht zu teuer ist. Ich weiß nicht, wie teuer war der denn? Ich weiß es nicht mehr, aber nicht, dass du jetzt irgendwie 1000 gibst, dann nehmen wir lieber meinen. Smoker, nur 60, also bitte. Das kann ich mir auch noch leisten. Und leeres Glas. So ein großes Stück, Ich kaufe mal 10 leere Gläser. Ich habe auch noch ein paar. Und noch mal Tierfutter. So, genau. Das würde ich dann auch machen, wenn ich das nächste Mal, vielleicht kannst du mich erinnern, wenn ich in die Stadt gehe. Mhm. Jetzt mache ich erstmal hier... Oh, ich glaube, es waren die falschen Blöcke. Hab ich denn was zum Verkaufen? Was? Ich kotze, es waren die falschen Steine, die ich gekauft habe. Okay, dann kann ich jetzt gleich Tierfutter kaufen. Oskar. Da, ja. Weg. Was ich mal... Ah, verdammt, ich hab vorhin... Entschuldigung, ich fluche gerade sehr viel. Das macht doch nichts. Ich hab vorhin nicht geguckt. Ja, ich merk's nur, es fällt mir gerade selbst auf. Ich habe vorhin zu viel... Mysterious Butterfly. Ja, das ist... Das hab ich weggeschmissen. Kannst du ihn nicht verkaufen? Nee, eben nicht, deswegen... Aber du kannst ihn auflösen. Also der hat sich gerade bei mir in Luft aufgelöst. Ich habe ihn gerade weggeschmissen, weil ich ihn nicht... Ja. Weil ich ihn nicht verkaufen konnte. Dingsen. Ah, ich wollte die Blöcke verkaufen. Ich bin so verpeilt. Da-dam-da-dam-da-dam. Da kommt ein Phoenix vorbei. Ja, ich bin sehr produktiv. Fröhlich lallend. Ja, das glaube ich dir. 360. Ah, okay, das war... Ein ganz schönes Minusgeschäft. So, braun. Jetzt braun. Braun. So, ja. Braun. Braune Steine brauche ich. So. Ach, die habe ich mir auch gerade gekauft. Ich hätte ja auch die Kühe einfach in den Keller stellen können. Auf die roten Steine. Dann wären die nach einem Tag auch... So. Der Floppy und der Cookie, die alten Kacknasen. Ach ja. Aber ich finde schön, dass es mit dem Keller vorangeht. Freut mich sehr. Was ist los? Alter. Boah, ich habe gerade den Stein gesehen, den ich in der Hand habe, diesen Block. Ja? Und dachte, du stehst hinter mir mit so einem Block. Man kann nie wissen. Man kann nie wissen. Ja, das stimmt. Bei dir so nicht. Ich habe schon wieder die falschen gekauft. Hä? Warte mal. Brauner Ziegelblock. Was habe ich denn gekauft? Brauner Steinblock. Ich... Dumm. Ich bin so verpeilt. Etwas Gears geschädigt vielleicht. So, jetzt muss ich mal überlegen, gegossen haben wir, die Bäume müssen nicht gegossen werden, die Kühe wollten, Tiere haben Futter und ich muss noch Futter kaufen. Du musst Futter kaufen. Wollen wir kaufen Futter? Wollen wir kaufen Futter? Oh Gott, dieser Oskar, wie der einfach immer auf unserem Weg hin und her patrouilliert. Ja, voll der ätzende Typ. Stein, so, wo waren die Ziegelblöcke? Wo hab ich denn diese Ziegel? Hier ist ein weißer. Sag mal, bin ich blind? Hier. Braun. Ah, oh, und die sind auch nicht so teuer. Achte immer mal wieder auf eine Bienenkönigin. Ja, ich hab die Augen offen. 48 geben. Wir sollten mehr glattes Holz produzieren. Ja, das bringt auch viel Asche, das stimmt. So, Tierfutter. Machen wir hier mal ein Stück. Die Kohle müssen wir jetzt mal ausgeben. Und
die Kühe brauchen auch Futter. Oh Gott, das ist so teuer. Ja, ich gebe hier auch gerade massig Geld aus. Da ist mein Konto auch schon wieder runter auf 6.000. 6.000? Ernsthaft? Ja. Naja, ich peile ja so ein bisschen neue Kühe an. Oder zumindest, ich würde mir auch sehr gerne Hühner kaufen. Deswegen sage ich nur, einfach weil ich gerne über kurz oder lang da ein bisschen was investieren will. Neues wieder. Vieh haben möchte. Neues Viehzeug, genau. Ja. So. Ja, jetzt geht's endlich mal voran. Ah, okay. Da weiß ich gar nicht, wie sinnvoll meine Arbeit ist, die ich hier tue mit dem Museum. Ja, sehr sinnvoll. Weiß ich ja noch nicht. Nachher lohnt sich das gar nicht. Ja, ist doch egal. Dann haben wir ein Museum. Ist doch voll geil. Ich finde das gut. Um mal mit Farin Urlaub zu sprechen. So. Cookie ist fröhlich. Floppy ist fröhlich. Schön. Na, wenn die Kühe fröhlich sind, dann kann es ja nur besser. Die alten Ausreißer. So, oh, Entschuldigung. Oh, die Woche war, ja. Anstrengend. Ich musste gerade mal gähnen. Gehört auch dazu. So. Ah, genau. Die zwei. Das hier rausgekloppt. Na komm. Ja, das brauche ich eigentlich. Das sieht man nachher so nicht mehr. Nein! Ah, die Geräusche sind so schön im Hintergrund. Nein! Dafür stehe ich mit meinem Namen für die Geräusche. Das stand, glaube ich, sogar in der. Jetzt reiße ich hier die ganzen Treppen wieder raus. Ich bin großartig. Das stand sogar in der Abschlusszeitung von meiner Berufsschule, dass ich gerne seltsame Geräusche von mir gebe. Ja. So ist er halt. Ich habe kein Geld mehr. Was? Ja, ich baue hier ein Museum. So. Oh, Entschuldigung? Ja, so mal nebenbei gesagt. Ein Museum. Und ich glaube, ich sehe da hinten eine Biene. Wenn man so im Augenwinkel was sieht. Ja, es ist aber nur eine normale Biene. Egal. Aber egal, die hilft uns auch schon mal ein bisschen weiter. So ist es nämlich. Oh, endlich geht's ja, endlich bin ich mal nicht nur mit Ausbessern hier am Stissel bei Staxel. Stissel bei Staxel. So, was ist denn das hier? Ich hätte vielleicht mal ein. Was ist das? Cremefarbener Steinblock. Zack, hab ich mir gerade mal welche. Ich will auch, glaube ich, erstmal gar keine Rezepte. Ich will erstmal gucken, dass ich echt. Irgendwie. Ich hätte sehr gerne Hühner. Ich hätte wirklich gerne Hühner. Ich gehe mal auf Insektenjagd. Mach das. Gleich. Das ist so schlimm. Zwei Stunden später. Ich wollte auf Insektenjagd. Ja, genau. Das ist so schlimm bei Staxel. Also ja, wie du das schon in der letzten Folge gesagt hast, der berühmte Minecraft-Effekt. Man hat 1000 Dinge, die einem einfallen, die man noch zu erledigen hat. Und deswegen. So ist es. Kommt man irgendwie gefühlt gar nicht weiter, beziehungsweise sehr schleppend. Also da braucht man sich auch nicht wundern, wenn zum Beispiel so ein Minecraft-Let's Play vom guten alten Herrn Gronkh mal locker die 1000-Folgen-Grenze sprengt. Das geht relativ schnell bei solchen Spielen. Ja, man merkt es ja auch hier. Also wenn ich überlege, wie schnell wir letztes Mal bei den 12 Folgen waren. Ja, also wirklich, 12 Folgen am Stück, Halleluja. Oh Gott. Also manchmal halt aber auch wirklich immer irgendwas. Was? Also momentan, also Staxel ist heute nicht gut drauf. Ich habe hier manchmal so ein bisschen Aussetzer. Ich höre dich aber auch manchmal so ein bisschen so, als wären da irgendwelche Störgeräusche drin tatsächlich. Okay, seltsam. Also das ist nicht gut. Nicht so, dass es jetzt, also es ist weit von unhörbar entfernt.
in meinen Ohren, aber man hört es. Ja, aber ich habe das bei dir auch ganz, woran auch immer ganz es liegt. Wusstest du, dass deutschlandweit die Uhren falsch gehen? Echt? Ja, okay, nein, weil es teilweise so kalt war, dass die Stromversorgung den Bedarf nicht gedeckt hat. Also ich weiß nicht, ach, wie ich das erklären kann, aber gerade so Digitaluhren an Kühlschränken und Öfen oder Digitalweckern, die gehen dann so ganz zögerlich ein bisschen zurück. Tatsächlich. Das fand ich sehr interessant zu sehen. Und offenbar haben wir nicht genügend Strom im Januar. Unglaublich, gehabt. Oder? Gehabt. Ja. Dass ein Land wie Deutschland da nicht irgendwie. Ja, es war jetzt aber auch unvorhergesehen kalt. Also. Ja. Ich habe eine Bienenkönigin gefunden. Ja! Ja, geil. Das ist richtig gut. So, jetzt lass mich mal überlegen. Noch ein paar von denen rein. Würde wahrscheinlich Sinn machen. Man könnte eigentlich auch, ich spinne hier schon rum, man könnte eigentlich mit der ganzen Erde und dem ganzen Drum und Dran auch ein Hobbit-Häuschen bauen. Ja, stimmt. Fällt mir gerade mal so ein, jetzt wo wir so einen wunderbaren Keller bauen. Wir könnten eigentlich unser gesamtes Haus abreißen und ja. Also so wie du in deinem Let's Play. Ja. Also oder nee, deinem, nicht Let's Play, ich in meinem Spielstand. Ich habe ja, wie gesagt, in deinem Spielstand, ja. Genau, ja, ein wenig vor mich hingebastelt, um das Baumenü mal ein bisschen besser zu auszuprobieren. Aber habe mich jetzt geweigert, groß neue Dinge auszuprobieren, jetzt gerade was das Farmen angeht. Weil ich mir jetzt auch nicht alles vorwegnehmen wollte hier für dieses Let's Play. So ein bisschen überraschen lassen muss man sich ja auch. Ja. Aber ich entwickle mich gerade voll zu dem Monk hier im Stachsel. Okay. Oh, jetzt hat gerade bei mir aber auch geruckelt. Ja, bei mir auch gerade wieder. Irgendwas ist hier, stimmt, tatsächlich nicht ganz gerade heute. Und bei mir laden die Texturen sehr langsam nach. Weißt du, wenn ich so in die Ferne durchs Landstreife. Ja. Oh, unfassbar. Es ist gleich schon wieder die Folge rum. Wie bitte? Okay. Ja. Dann lass mich nochmal schnell wenigstens die Bienenkönigin platzieren. Nee. Wir haben noch ein paar Minuten, sind es noch. Also wir müssen ja jetzt nicht immer, ne? Punkt 20 Minuten. Aber schaffen wir eh nie. Also haben wir mal eine Folge Punkt 20 Minuten gemacht? Oh, es ist jetzt voll das schöne Häuschen hier. Boah, das sieht voll gut aus. Okay, das ist voll. Voll das schöne Häuschen? Ja, mitten im, so in dem dunklen Wald, aber ich habe gerade festgestellt, es ist doch. Nee, es ist nicht so schön, wie es von außen vielleicht aussieht erstmal. Oder von weitem vielmehr. Ja. Ja, bei mir ist das mit den Texturen aber auch gerade hier so ein bisschen. Also es ist aber immer noch spielbar in meinen Augen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wer weiß, gerade wenn so ein neues Update rausgehauen wurde, je nachdem, wie stabil das läuft und ja. Das kann man nicht so vorhersagen. Aber ich habe jetzt eine Biene und noch eine Bienenkönigin. Super. Das ist geil. Hä, wo kam jetzt die Treppe noch her? Fehlt hier noch eine? Was ist das? Ach, du willst mich doch verarschen. jetzt habe ich hier einen einzigen Block. Einen einzigen Steinblock vergessen rauszuhauen. So. Zack, zack. Haben wir es jetzt hier? Kannst du aufhören, dich immer so anzuschleichen? So, guck mal, wenn du jetzt hier drin stehst, dann hast du schon mal keine. Ja, Moment. Noch quasi schön. Ich komme gleich. Ich wollte nur eben schnell die Biene platzieren. Sehr gut. Wir können auch bald wieder schlafen gehen. Ich will mal gerade gucken, ob die Gurken wieder. Untersuchen, wächst prächtig. Ah ja, Gurken. Ach, hier kann man aber auch wieder was ernten. Also, so ein paar waren ja vorhin noch nicht. Ja. Noch nicht.
Können aber nicht viele gewesen sein. Nee, viele waren es auch nicht. So eine vereinzelt. Warte mal hier. Ah nee, hier ist noch eine. Zack, noch eine, zack. Wo wollen wir denn das zweite Beet anlegen? Weil wir sollten wirklich noch so ein Beet machen. Wir haben gerade mal den 8. Sommertag. Wir können den Sommer doch nicht verschwenden. Denke ich mir. Das hier neben die Bäume machen tatsächlich. Okay, hatte ich mir auch schon fast so gedacht. Hier könnte man beispielsweise noch eine zweite Reihe Bäume machen. Ja. Das ist wie so ein kleiner, wie so ein Minigarten quasi. Und ja, das Beet dann hier quasi so hin. Also hier super davor. Super. Nee, machen wir. Dann, ich glaube, okay, das mache ich dann in der nächsten Folge mal nicht Museum bauen, sondern in die eigene Farm investieren. Das muss auch mal sein. Das klingt auch gut, ja. Ja. Okay, dann erstmal gute Nacht und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten. Ja, ciao. Tschüss.